So, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen VfL Wolfsburg. Ich begrüße die Trainer Olli Glasner und Marco Rose und bitte den Gästetrainer um sein Statement zum Spiel. Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden, am Ende auch mit dem Ergebnis, wenn du, weiß ich gar nicht, was war, 77., 78. Minute 0-1 in Rückstand gerätst, dann nochmal zurückkommst, dann sind wir auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und was mich aber noch mehr freut heute, ist die Leistung, speziell in der zweiten Halbzeit. Da war ich wirklich angetan, haben wir sehr, sehr gut gemacht. Ich denke, wir sind ganz gut reingestartet, hatten dann aber so ab der 15., 20. Minute schon Probleme in der Defensive, die langen Bälle, die Wucht von Gladbach zu verteidigen. Da hatten sie zwei, drei sehr, sehr gute Torchancen. Und muss man auch sagen, wir ein bisschen Glück, dass wir mit dem 0-0 in die Halbzeit gekommen sind. Aber zweite Halbzeit waren wir sehr, sehr gut, haben das Spiel weitgehend weggehalten von unserem Eigentor und hatten richtig gute Torchancen, wo Jan Sommer einmal sehr, sehr gut hält, diesen Distanzschuss. Dann hat nochmal ein Verteidiger gegen Josip Brekalo mit allem den Fuß dazwischen bekommen. Und genau in der Phase, wo wir eigentlich am Drücker waren, dann dieser unglückliche Elfmeter. Und was mich sehr freut, ist, dass die Mannschaft dann nicht aufgesteckt hat, sondern dieses Missgeschick ausgebügelt hat als Mannschaft. Und ich denke, am Ende ist der Punkt auch hochverdient und ein sehr gerechtes Ergebnis heute. Danke. Dankeschön. Marco, hast du es auch so gesehen? Ich glaube auch, dass es ein gerechtes Unentschieden ist, leistungsgerechtes Unentschieden. Erste Halbzeit wir mit Vorteilen, zweite Halbzeit dann Wolfsburg. Wir sind nicht zufrieden mit dem Punkt. Wir hätten natürlich gerne hier gewonnen. Vor allen Dingen, wenn du dann spät auch 1-0 führst, dann wäre es schon wichtig, dass wir das dann auch mal zu Ende fighten, zu Ende spielen, zu Ende verteidigen und mit 1-0 vom Platz gehen. Ich habe ja von den Medienvertretern auch irgendwann mal die Statistik zu hören bekommen, dass wir lange nicht mehr zu Null gespielt haben oder auch ganz, ganz wenig zu Null spielen. Das ist dann heute einfach wieder das Thema. Dann gewinnst du so ein Spiel, was intensiv ist und wirklich auch auf Augenhöhe. Wenn du 1-0 führst, hier zu Hause mit 1-0. Unsere Fans haben uns dann natürlich auch ein bisschen gefehlt dabei, das muss man klar sagen, aber das geht, glaube ich, allen ähnlich. Trotzdem hat meine Mannschaft heute sehr, sehr viel investiert. Die Leistung, die war in Ordnung. Jetzt müssen wir uns gut regenerieren, weil am Mittwoch geht es dann schon weiter. Jetzt sind wir mit einem Punkt in diese intensiven Wochen gestartet und werden an Dingen arbeiten und es dann beim nächsten Mal versuchen, wieder mit 3 Punkten nach Hause zu bringen. Danke, Marco. Fragen bitte. Wer möchte anfangen? Kollege aus Wolfsburg, nehme ich an. Herr Glasner, ein Punkt beim Champions-League-Team ist fraglos ein gutes Resultat. Wo stehen wir denn jetzt nach 4 Spielen? 4 Remis, 4 Punkte, ist so ein bisschen die Frage, wo steht der VfL im Moment? Nein, ich denke, dass klar hätten wir alle oder wir speziell mehr Punkte, wäre uns lieber, aber worauf ich jetzt einfach schaue, das sind unsere Leistungen und mit denen bin ich sehr, sehr einverstanden. Ich denke auch, dass es heute ein Spiel auf Augenhöhe war mit einem Champions-League-Vertreter, mit einer Mannschaft, die letztes Jahr doch auch deutlich vor uns war in der Tabelle. Ich denke auch gegen Bayer Leverkusen war es ein Spiel auf Augenhöhe. Gegen Augsburg waren wir sicherlich die bessere Mannschaft. In Freiburg haben wir 8 Spieler rotiert und das Programm, was jetzt Gladbach in den nächsten 3 Wochen auf sie zukommt, das hatten wir vor der Länderspielpause. Und von dem her bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Punktausbeute sind wir nicht zufrieden, aber mit den Leistungen bin ich sehr einverstanden. Und auf dem können wir aufbauen. Und jetzt haben wir, so bitter das Ausscheiden in der Europa League Quali war und ist, haben wir Zeit zu trainieren, um uns hier weiter zu verbessern. Sebastian Hochreiner, Rheinische Post. Marco, könntest du einmal konkretisieren, was dir gefehlt hat, als es dann 1-0 gestanden hat, dass man das nicht mehr zu Ende gefeitet hat, was genau da gefehlt hat dann aus deiner Sicht? Boah, was fehlt da? Die Frage ist einfach immer, was will man? Wir müssen zu Ende spielen, wir müssen zu Ende verteidigen. Welche Möglichkeiten hat man noch? Ich denke, wir haben dann schon gemerkt auch, dass wir merklich müde geworden sind. Das bedeutet, dass man darum kämpfen muss, jeden Ball, den man irgendwie dann vornherein auch spielt, in irgendeiner Form zu verwerten, festzumachen, den Gegner nicht nochmal ins Spiel kommen zu lassen. Dazu gehört auch, dass man vielleicht mal, auch wenn wir
grundsätzlich einen spielerischen Ansatz hat, vielleicht auch mal humorlos klärt in der einen oder anderen Situation und dann wieder in die Organisation kommt, darfst du allerdings auch nicht übertreiben, weil natürlich Ballkontrolle und Spielkontrolle auch Sinn machen. Fakt ist einfach, dass wir es zu wenig häufig schaffen, solche Führungen dann auch nach Hause zu bringen. Die Kritik müssen wir uns der müssen wir uns annehmen und daran müssen wir arbeiten. Und dazu gehört möglicherweise dann vor allen Dingen aber auch der Kopf, einfach nochmal die letzten Minuten sich zu pushen, nochmal Aufmerksamkeit zu schüren. Ich glaube, die Jungs wollen unbedingt gewinnen, aber ja, haben wir nicht geschafft heute. Morten Ritter, DPR. Marco, es gab zwei, drei Unterbrechungen, Verletzungsunterbrechungen mit Stevie Leiner und mit Markus Thiram. Kann man da irgendwas sagen? Ist das ernster? Ja, bei Tico sah es eher nach Krämpfen aus. Da sieht man dann halt auch, dass er noch nicht dort ist, wo wir ihn haben wollen. Breel war dann irgendwann auch durch. Stevie hat einen Schlag aufs Knie bekommen. Ja, er hat jetzt 2,5 Länderspiele gemacht, heute gespielt. Das sind jetzt natürlich die Dinge, mit denen wir umgehen müssen, arbeiten müssen, wo wir einfach hoffen, dass wir gut dann auch durchkommen. Nochmal der Kollege aus Wolfsburg. Herr Glasner, eine positive Erscheinung war Riedle Baku. Können Sie ein Wort zu dessen Startelfdebüt inklusive Torvorlage verlieren? Ja, das ist sehr, sehr gut gemacht. Riedle ist ja auch so, hat glaube ich 4 oder 5 Trainingseinheiten mit uns, weil er ja auch sehr spät gekommen ist und dann bei der U21-Nationalmannschaft war. Und ja, wir haben mit ihm hier ein bisschen im Training uns darum gekümmert, wie wir spielen wollen, was wir von unseren Außenverteidigern erwarten, haben auch mit ihm Videositzungen gemacht, dass er hier noch ein klareres Bild abgibt und er hat sich taktisch hervorragend eingefügt und das ist mit einer der schwierigsten Aufgaben in der Liga, dann Markus Thuram zu verteidigen und das hat er auch sehr, sehr gut gemacht, hatte anfangs ein bisschen Probleme, zweite Halbzeit, glaube ich, hat er fast jedes Duell gewonnen und ja, bin ich sehr, sehr zufrieden, wie er sich hier eingefügt hat und so kann es von seiner Seite und für uns auch weitergehen. Der Krümpelmann Bild. Marco, du hast gerade selbst über die Belastung der Nationalspieler gesprochen. Hoffenheim-Manager Rosen, der hat heute das Gleiche gesagt und hat auch weiterhin angefügt, dass man sich sogar vielleicht Gedanken über den Termin im November machen muss, ob man da die Spieler auch noch alle abstellt in dieser besonderen Zeit. Belastung, Sicherheit, siehst du da auch Handlungsbedarf? Also ich bin weit davon entfernt zu jammern und irgendwo hat glaube ich, alles seinen Platz und die UEFA hat nun mal Termine und die UEFA gibt es auch und die FIFA gibt es auch und natürlich haben wir Vereine eine Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Spielern und die Vereine bezahlen auch die Spieler, aber trotzdem ist es natürlich ein großes Ganzes. Der Fußball funktioniert schon auch über Nationalmannschaften und ich glaube, nach dem Lockdown, nachdem wir alle Pause machen mussten, müssen die halt irgendwann auch wieder spielen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man noch ein Freundschaftsspiel, ein drittes braucht in einer Woche. Gar keine Frage. Aber das ist ja auch der Punkt, wo ich gesagt habe, dass unser Bundestrainer das sehr, sehr gut gemacht hat. Man kann über alles Inhaltliche diskutieren. Aber natürlich macht es total Sinn, einfach viele Spieler zu nominieren, mitzunehmen, viel zu tauschen, genauso wie wir das hier machen müssen. Unabhängig von dem Thema natürlich, dass Reisen im Moment grundsätzlich ein Problem ist, aber auch wir Vereine reisen in Champions League oder Europa League Zeiten. Also geht da wahrscheinlich ein Stück weit auch um den gesamten Fußball. Bernd Schneiders, Aachener Zeitung. Marco, du hast die beiden Begriffe benutzt, zu Ende fighten und zu Ende spielen. Hast du eine Präferenz bei einem von beiden? Wo siehst du mehr den Schwerpunkt oder war es einfach eine Mischung? Du hast eben auch mal den Kopf erwähnt. Also ist das eine Spur auch von Cleverness, Routine oder was ist das, was fehlt? Ja, absolut auch. Also meine Mannschaft hat heute gefightet und meine Mannschaft hat heute auch gespielt. Aber
genau in dem Moment, wo du 1-0 führst, auf die Uhr guckst und es sind noch 4 oder 5 Minuten zu spielen, dann musst du halt einfach nochmal alle Reserven raus, auch wenn du todmüde bist, dann musst du nochmal dich in Räumen zeigen und Bälle festmachen und einen Foul ziehen, um den Sieg dann einfach auch mit nach Hause zu nehmen. Und gebe ich dir recht, möglicherweise ist es auch eine Frage von Cleverness, an der wir natürlich auch noch arbeiten können. Gibt es noch Fragen? Sebastian Hochreiner, RP nochmal. Du hast ja Alassane Player heute aus gutem Grunde freigegeben. Wie ist der Plan bei ihm? Wann soll er wieder zurückkommen? Naja, also das Baby ist ja jetzt da, jetzt können wir schon irgendwann wieder Fußball spielen. Also. Ich glaube jetzt nicht, dass er ein Babyjahr macht. Er ist morgen wieder da, es geht ja auch dort um morgen früh einen Test, den UEFA-Test, den Corona-Test, den muss er natürlich mitmachen, wenn er in Mailand spielen will, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er in Mailand spielen will. Uli Hartmann, Süddeutsche Zeitung. Herr Rose, Sie sagen, auch mal humorlos klären, selbst wenn man einen spielerischen Ansatz hat. Ist das etwas, was Sie Ihrer Mannschaft vor dem Spiel in Mailand noch mal besonders deutlich erklären werden? Nö. Weil in Mailand es vor allen Dingen wichtig sein wird, dass wir mutig sind, extrem mutig Fußball spielen. Und es geht nicht darum, Grundsätzliches draus zu machen. Also das ist jetzt kein Riesenproblem, was wir da, glaube ich, haben, sondern es sind Dinge, an denen wir arbeiten wollen. Und im Optimalfall erkennst du die Situation richtig und schätzt sie richtig ein. Ob du jetzt gerade humorlos klären musst oder ob du die Chance hast, vielleicht auch den Gegner dann zu Ende zu bespielen. Hängt auch immer davon ab, in welchem Zustand ist der Gegner. Und Wolfsburg hat heute halt einfach nochmal Druck gemacht, hat alles nach vorne geschmissen. Das Spiel grundsätzlich war sehr intensiv und dann hast du halt auch nicht viel Zeit. Und dann geht es manchmal vielleicht auch ums Humorlose. Ja.